Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Counterkräfte in den Reisebüros, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zu unserem Webinar zum neuen Pauschalreisegesetz, das am 1. Juli diesen Jahres, also in wenigen Tagen, in Kraft tritt. Wir haben uns bemüht, gemeinsam mit dem Fachverband der Reisebüros diese Information für Sie zusammenzustellen. Und was wir wollen, ist, dass Sie einen kurzen Überblick einmal bekommen, was denn eigentlich zu tun ist ab 1. Juli, was sich ändert, was gleich bleibt und wie man am besten damit umgeht. Dieses Webinar wurde, wie gesagt, erstellt auch im Zusammenhang und in Zusammenarbeit auch mit unseren Funktionären, auch des Fachverbandes, wo ich mich herzlich dafür bedanken darf. Wir wollen mit diesem Webinar eine zusammenfassende Information für Counterkräfte geben und ich habe es bereits erwähnt, das Pauschalreisegesetz tritt am 1. Juli in Kraft, beziehungsweise es ist eigentlich bereits in Kraft, aber es ist anzuwenden für Buchungen, die ab 1. Juli in den Reisebüros getätigt werden. Nicht nur in den Reisebüros, es gilt nicht nur dort, es gilt generell bei Reisebuchungen. Und das innerhalb der Europäischen Union, also bei allen Reisen, die innerhalb Europas gebucht werden. Die Grundlage ist nämlich die sogenannte Pauschalreiserichtlinie und diese Pauschalreiserichtlinie hat uns auch diese Neuerungen eingebrockt, kann man fast sagen, weil es nämlich einiges auch an mehr Bürokratie gibt. Und ich muss dazu gleich eines vorweg sagen: Österreich war im Europäischen Parlament klar mit allen Abgeordneten dagegen. Der Fachverband der Reisebüros hat hier eine tolle Lobbyarbeit geleistet, aber die Großen, allen voran Großbritannien, haben sich hier durchgesetzt. Und ja, man muss sagen, auch die großen Ketten haben sich hier durchgesetzt, machen das Leben für die kleinen Reisebüros nicht unbedingt leichter. Sie werden dann im Laufe des Webinars auch noch verstehen, warum. Wir versuchen jetzt trotzdem mit dieser neuen Rechtslage, die es jetzt gibt, zurechtzukommen. Wir haben sie versucht, für Sie aufzubereiten, aber viele Bestimmungen, die in dieser Pauschalreiserichtlinie drinnen sind und die im Pauschalreisegesetz, in der Umsetzung hier in Österreich drinnen sind, sind auch interpretierbar. Wir versuchen, eine ex-ante, wie man so sagt, also eine vorausschauende Interpretation zu machen, sich vorausschauend in der Praxis auch umzusetzen. Das ist nicht ganz leicht, vor allem auch deswegen, weil einfach wirklich viele Bestimmungen nicht sehr klar sind. Wir versuchen das für die Praxis so aufzubereiten, wobei die Frage dann ist, wie es in der Praxis dann auch tatsächlich gelebt werden kann und wollen eben den rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellen. Ein Haftungsausschluss muss sein, weil eine Interpretation des Rechts erfolgt immer durch Gerichte. Das heißt, sollte einmal eine Causa, ein Streitfall anhängig sein zwischen einem Reisebüro einerseits und einem unzufriedenen Kunden andererseits, dann wird das vor einem Zivilgericht abgehandelt. Letztendlich wird europäisches Recht interpretiert und ausgelegt durch den Europäischen Gerichtshof. Bis man dorthin kommt, dauert es eine entsprechend lange Zeit, aber eben auch durch Gerichte, das sind im Österreich die Bezirksgerichte oder die Landesgerichte und letztendlich auch durch den obersten Gerichtshof. Was bei einem Rechtsstreit herauskommt, das kann man im Vorhinein nie so genau sagen. Wir versuchen mit diesem Webinar einfach einmal eine Handlungsanleitung zu geben, die Interpretation dieser Vorschriften auch zu geben. Aber wir wissen natürlich noch nicht, wie im Streitfall ein Gericht einmal eine Bestimmung auslegt. Und deswegen auch dieser Haftungsausschluss, Sie können es nachlesen. Wir versuchen hier eine unverbindliche Empfehlung zu geben, aus diesem Grund, den ich bereits erwähnt habe. Steigen wir ein und schauen wir uns einmal an, was bleibt eigentlich durch das Pauschalreisegesetz gleich? Was ist so, wie es auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren und bis zum aktuellen Zeitpunkt gleich ist. Es ist so, es gibt Pauschalreisen, da ändert sich wenig,
Pauschalreisen können vermittelt werden, Pauschalreisen können veranstaltet werden und es gibt auch eigene einzelne Reiseleistungen, die vermittelt werden und die durchgeführt werden können. Denken Sie zum Beispiel daran, wenn nur ein Apartment vermittelt wird oder nur ein Flug vermittelt wird. Das bleibt gleich. Neu ist aber ein Begriff, den es bisher in der österreichischen Rechtslage nicht gegeben hat. Das sind die sogenannten verbundenen Reiseleistungen. Das beschert uns die Pauschalreiserichtlinie und die Umsetzung ins österreichische Pauschalreisegesetz. Neu sind auch wesentlich umfangreichere Informationspflichten, die vorvertraglich gegeben werden müssen. Die Bestimmungen, die es bisher vor allem auch im Konsumentenschutzrecht gab, sind hier zurückgedrängt und ersetzt worden durch neue Bestimmungen im Pauschalreisegesetz. Und dann gibt es noch natürlich auch darüber hinaus noch weitere Details, die nachzulesen sind und die den Inhalt dieses Webinars aber sprengen werden. Was wollen wir in diesem Video tun? Wir wollen in diesem Video einmal die Neuerungen erklären. Wir wollen auf neue Begrifflichkeiten eingehen und uns vor allem auch mit den vorvertraglichen Informationspflichten auseinandersetzen, damit man am Counter weiß, was ist konkret ab 1. Juli zu tun. Schauen wir uns einmal an, wann gilt das Pauschalreisegesetz? Das Pauschalreisegesetz gilt primär einmal für Pauschalreiseveranstalter. Das Pauschalreiserecht gilt aber auch, oder das PRG, für die Verträge über die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen. Was das ist, werden wir dann später noch sehen. Und es gilt aber auch ausnahmsweise auch für Vermittler, vor allem diejenigen, die Hilfestellung leisten müssen, wenn ein Reisender Fragen hat, beziehungsweise wenn vor Ort etwas nicht klappt. Und es geht auch um die Weiterleitung von Informationen, die auch die Vermittler treffen, etc. Wenn das PRG gilt, also das Pauschalreisegesetz gilt, dann hat das mehrere Konsequenzen. Eine der Konsequenzen ist, dass es Informations- und Aufklärungspflichten gibt und unterschiedliche Formblätter auszugeben sind, je nachdem, ob das Pauschalreiseunternehmen, das Reisebüro eben Veranstalter ist oder ob es Vermittler von verbundenen Reiseleistungen ist, also ob es Veranstalter ist oder verbundene Reiseleistungen vermittelt. Dann gilt das Pauschalreisegesetz auch natürlich für die Haftung für Pauschalreiseveranstalter. Da hat sich aber nicht sehr viel geändert, weil auch jetzt war es so nach der Rechtslage, dass ein Pauschalreiseveranstalter schon jetzt der primäre Ansprechpartner für die Reisenden war, wenn etwas nicht geklappt hat und er primär in der Haftung war. Auch bei der Kundengeldabsicherung, also bei der Kundengeldabsicherung, gibt es hier einen Rahmen, der ist aber noch nicht ganz geklärt. Warum? Weil nämlich die Kundengeldabsicherung geregelt ist bisher in der RSV, also in der Reisebürosicherungsverordnung. Die Kundengeldabsicherung hat bisher nur gegolten für Pauschalreiseveranstalter und sie gilt aber jetzt auch für die Vermittler von verbundenen Reiseleistungen. Hier sind Details noch offen, die müssen in den nächsten Wochen noch geklärt werden. Deshalb werde ich hier nicht weiter ins Detail eingehen, aber liebe Counter-Mitarbeiter, das ist auch mehr ein Thema für die Chefs und jetzt weniger für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Reisebüros. Und was auch noch neu ist, dass leider, und das ist sehr bedauerlich und wird auch von unserer Seite sehr kritisiert, dass bei Verstößen sogar auch ein gewisser Strafrahmen vorgesehen ist im Pauschalreisegesetz. Das ist ärgerlich, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass es so ist, weil die Grundlage bereits auch in der Pauschalreiserichtlinie entsprechend gegeben ist. Schauen wir uns einmal an, wann gilt das Pauschalreisegesetz nicht. Das Pauschalreisegesetz gilt nicht bei Kurzreisen, Reisen unter 24 Stunden ohne eine Übernachtung. Das ist vor allem interessant für die vielen Busreiseveranstalter, die auch so Tagesfahrten beispielsweise organisieren. Eine Busreise beispielsweise, die weniger als 24 Stunden dauert und wo keine Übernachtung dabei ist,
die können schon jetzt weghören oder abdrehen. Für die gilt nämlich das Pauschalreisegesetz nicht. Aber wenn dann diese Reise tatsächlich dann eine Übernachtung beinhalten würde, dann müssen sie weiterhören. Der zweite Fall, wo das Pauschalreisegesetz nicht gilt, das ist für die sogenannten Gelegenheitsveranstalter. Also das sind zum Beispiel die Vereinsausflüge oder die Schulausflüge. Aber hier dürfen diese Reisen nur gelegentlich veranstaltet werden. Sie dürfen nur ohne Gewinnabsicht veranstaltet werden und nur an eine begrenzte Gruppe von Reisenden angeboten und vermittelt werden. Alle diese Bedingungen müssen kumulativ vorliegen. Wenn das nicht vorliegt, dann wird auch ein Verein möglicherweise dann zu einem Reiseveranstalter, der unter das Pauschalreisegesetz inklusive der Kundengeldabsicherung und der gesamten Haftungsproblematik hineinfällt. Das muss man vielleicht auch in Zukunft den Vereinen vor Ort auch ein bisschen mehr kommunizieren, dass sie hier ein größeres Sensorium an den Tag legen. Das Pauschalreisegesetz gilt auch nicht für Geschäftsreisen auf Basis eines Rahmenvertrages. Und das ist jetzt neu, weil bisher waren nämlich Unternehmen, die Geschäftsreisen quasi organisieren für ihre Mitarbeiter. Hier waren diese Mitarbeiter, weil es ja über ein Unternehmen, wie gesagt, läuft, nicht von den Bestimmungen erfasst, weil das Konsumentenschutzgesetz ja grundsätzlich nur für Konsumenten gilt. Das ist jetzt ein neuer Punkt, dass plötzlich auch Geschäftsreisen mit umfasst sind vom Pauschalreisegesetz, vom Pauschalreiserecht. Aber wenn es einen Rahmen gibt, einen Rahmenvertrag zwischen dem Reisebüro und zum Beispiel einem Industrieunternehmen, das seine Mitarbeiter jede Woche irgendwo anders hinschickt oder in einem großen Handelshaus, wie auch immer, und es gibt einen Rahmenvertrag zwischen dem Reisebüro und dem jeweiligen Industriebetrieb oder Handelsbetrieb für diese Geschäftsreisen, dann gilt das PRG nicht. Ich mache hier gleich eine Klammer auf. Es gibt nämlich auf der Seite des Fachverbandes hier auch Informationen dazu und es gibt auch auf Anfrage solche Rahmenverträge, die diesen Fall spezifiziert regeln. Und der vierte Punkt, wo das Pauschalreisegesetz nicht gilt, ist, wenn nur eine einzelne Reiseleistung erworben wird. Ja, also nur Apartment, nur Flug, nur Mietauto etc., dann gilt das Pauschalreisegesetz nicht. Wir werden das ein bisschen später sehen. Das wird interessant bei den sogenannten verbundenen Reiseleistungen. Da werden wir auf diesen Punkt noch einmal näher eingehen. Ja, jetzt ist wichtig. Das Pauschalreiserecht, das neue Pauschalreisegesetz kennt vier verschiedene Arten von Reiseleistungen. Und die schauen wir uns jetzt näher an. Die erste Reiseleistung, die definiert wird im Pauschalreisegesetz, ist die Beförderung einer Person. Dazu gehören auch Mahlzeiten während der Beförderung. Also wenn man zum Beispiel im Flugzeug auch was zum Essen bekommt, fällt das mit dazu. Oder der Transfer zwischen Hotel und Flughafen oder auch die Gepäckbeförderung gehört dazu. Also das sind quasi inkludierte Leistungen, weil sie wesensmäßiger Bestandteil dieser Leistung sind, dieser ersten Leistung. Das zweite ist die Unterbringung einer Person, also das Hotel beispielsweise. Und dazu gehören auch wieder Verpflegung und die Benutzung der hoteleigenen Einrichtungen, wie wenn es einen Spa-Bereich, einen Wellnessbereich gibt, das gehört auch dazu. Der dritte Punkt ist die Vermietung von Autos oder anderen Kfz, also Motorrädern oder Wohnmobile. Fahrräder nicht, es ist die Rede von Kfz. Also der dritte Punkt ist die Vermietung von Kfz. Und der vierte Punkt ist jede andere touristische Leistung, die nicht wesensmäßiger Bestandteil einer Reiseleistung ist. Was kann das sein? Wir schauen es uns auf der nächsten Folie näher an. Das sind Eintrittskarten für Konzerte und Sportveranstaltungen. Das sind Ausflüge, Führungen, Skipässe, Vermietung von Sporteinrichtungen oder Wellnessbehandlungen etc.
Aber jetzt gibt es hier eine Einschränkung. Der Wert dieser Leistung zählt nur dann, wenn er mehr als 25% des Gesamtwertes einer Kombination ausmacht. Oder auch wenn die Leistung weniger als 25% ausmacht, gibt es wieder eine Ausnahme, wenn sie als wesentliches Merkmal der Kombination beworben wurde oder wenn diese andere touristische Leistung überhaupt ein wesentliches Merkmal dieser gesamten Leistung ist. Wir werden Beispiele dann in der Folge sehen. Wichtig ist für Sie, ich komme noch einmal zurück, es gibt diese vier Leistungen, diese vier Reiseleistungen, die das Pauschalreisegesetz kennt, also die Beförderung, die Unterbringung, die Autovermietung und andere touristische Leistungen. Was passiert jetzt, wenn man zwei oder mehr Reiseleistungen verkauft? Der Kunde kommt zu Ihnen und will nicht nur einen Flug oder nicht nur ein Hotel, sondern es werden zwei Leistungen, also beispielsweise ein Flug und ein Hotel, miteinander kombiniert oder verkauft. Ja, da gibt es jetzt im Pauschalreisegesetz drei Möglichkeiten. Das kann sein eine Pauschalreise, das kann sein oder können sein verbundene Reiseleistungen und das können aber auch Einzelleistungen sein. Und jetzt kommt, dafür gibt es unterschiedliche Formblätter, die der Kunde bekommen muss. Dafür gibt es unterschiedliche vorvertragliche Informationspflichten. Das schauen wir uns dann weiter an. Widmen wir uns zunächst einmal der Pauschalreise. Eine Kombination von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen, also Hotel, Flug, wird in einem einzigen Vertrag für den Kunden gebündelt. Ja? Also eine Zusammenstellung des der Reiseleistungen auf Wunsch oder auch auf Auswahl des Reisenden vor Abschluss eines einzigen Vertrages führt zur Pauschalreise. Das ist aber nichts Neues, das kennen Sie jetzt auch, das ist Status quo. So wie bisher auch alles aus einer Hand, also wenn alles direkt beim Veranstalter gebucht wird, so wie das bisher der Fall war. Flug, Transfer, Unterbringung wird alles bei einem Veranstalter gebucht. Ich habe hier ein Beispiel von der Amalfiküste, das mir die Reisewelt zur Verfügung gestellt hat. Ich versuche einmal dort jetzt hinzukommen und Ihnen das zu zeigen. So, dieses Beispiel, ich mache es noch ein bisschen kleiner. Ich mache es ein bisschen kleiner, damit Sie das sehen können. Diese Angebote kennen Sie zuhauf. Wo hier in einem Gesamtpaket ein Charterflug von und ab Linz beispielsweise nach Neapel inklusive 5 Übernachtungen zur Verfügung gestellt wird. Und es gibt auch noch eine Reisebegleitung dazu. Sie kennen diese Programme alle zur Genüge. Sie haben diese Programme zuhauf in Ihrem Portfolio. Und die Preisgestaltung können Sie auch entnehmen mit einer schönen Beschreibung dazu. Ja, das ist die klassische Pauschalreise, die es auch schon immer gegeben hat und diese Pauschalreise, von der reden wir gerade. So, jetzt gehe ich zurück auf meine Präsentation. So, das ist dieses Beispiel. Der zweite Punkt ist aber auch die Bausteinreise. Also Flug, Hotel, eventuell weitere Leistungen werden auf Wunsch des Kunden bei mehreren Leistungsträgern gebucht. Beispiel ist ein Städteflug nach Paris, wo die Flugbuchung über die eigene IATA-Abteilung gemacht wird und die Hotelbuchung bei einem Leistungsträger, zum Beispiel direkt beim Hotel oder über TUI, oder Sie können auch die anderen Reiseveranstalter, die Leistungsverträge mit Hotels haben, hernehmen. Wichtig ist, dass alles wird in einem Vertrag gebündelt. Da ist jetzt nichts Neues dabei. Das ist die klassische Pauschalreise. Aber es können auch sogar separate Verträge sein. Es muss nicht ein Vertrag sein. Es können aber auch separate Verträge sein, die gemacht werden. Also Sie buchen separat das Hotel, Sie buchen separat den Flug, aber es wird alles in einem Buchungsvorgang gemacht. Aufpassen, da wird es jetzt tricky.
Es wird alles zu einem Pauschalpreis angeboten, vertraglich zugesagt oder in Rechnung gestellt. Da hat sich nichts geändert. Das war auch schon früher so. Es wird alles als Pauschalreise oder ähnliches beworben oder vertraglich zugesagt. Da hat sich auch nichts geändert. Bei den Reisegeschenkboxen, das ist in der Praxis relativ wenig relevant, aber die fallen auch darunter. Und auch im Internet bei Click-Through-Buchungen, wenn alles beworben wird, da fällt das auch hinein. Apropos Click-Through-Buchungen. Wir konzentrieren uns jetzt mit diesem Webinar auf Buchungen, wo ein Kunde direkt zu Ihnen kommt. Der Internetbereich wird auch durch das Pauschalreisegesetz separat in mehreren Facetten noch geregelt. Darauf wollen wir in diesem Webinar nicht eingehen. Wir konzentrieren uns darauf, dass der Kunde zu Ihnen kommt. Jetzt machen wir Beispiele. Ein Beispiel ist das Hotel Petit Paris. 3 Übernachtungen um 300 Euro pro Person. Inkludiert sind diese 3 Übernachtungen im Hotel, 3-mal ein Frühstück, 1-mal eine Ganzkörpermassage im Wert von 50 Euro und 1-mal ein Konzerteintritt im Wert von 50 Euro. Und das Angebot enthält keine Flüge. Es ist die Frage, ist das jetzt eine Pauschalreise oder nicht? Wir haben hier eine Kombination aus der ersten Reiseleistung, nämlich aus der Hotelübernachtung. Und dann haben wir noch weitere Reiseleistungen. Das ist die Frage, wir haben zuerst einmal was gehört von 25% an Wert. Naja, es führt zur Pauschalreise. Es führt zur Pauschalreise, weil diese anderen touristischen Leistungen, Sie können sich erinnern, es gibt 4 touristische Leistungen im Pauschalreisegesetz. Und diese anderen touristischen Leistungen, also Ganzkörpermassage und Konzerteintritt im Wert von insgesamt 100 Euro bei einem Gesamtpreis von 300 Euro liegen über dem Orientierungswert, also 25% des Gesamtwertes der Kombination. Ein weiteres Beispiel. Wir fahren zum Formel-1-Rennen nach Monaco, haben dabei eine Übernachtung und eine Tageskarte um 500 Euro pro Person, Gesamtpreis. Und es ist inkludiert die Übernachtung und dann eine Tageskarte für das Formel-1-Rennen im Wert von 250 Euro. Das ist also eine weitere touristische Leistung. Und das ist genau das gleiche Beispiel wie vorher. Neben der Übernachtung liegt die andere touristische Leistung, also die Tageskarte für den Grand Prix, im Wert von 250 Euro bei einem Gesamtpreis von Euro 500 über den Orientierungswert von diesen 25% des Gesamtwertes der Kombination. Und das führt zu einer Pauschalreise. Ein weiteres Beispiel, Golfen am Gardasee. 4 Übernachtungen zum Preis von 800 Euro pro Person. Inkludiert sind 4 Übernachtungen im Hotel Mustermann, 4-mal Frühstück, ein gratis Shuttlebus vom Hotel zu den Golfplätzen, 2 Green Fees im Wert von 50 Euro und 2 Golfcards im Wert von je 15 Euro und man kann den hoteleigenen Wellnessbereich benutzen. Das Hotel enthält keine Flüge, wir fahren selber mit dem Auto hin. Meine Damen und Herren, obwohl dieser Wert von 50 und 15 Euro natürlich unter diesen 25% liegt, haben wir trotzdem eine Pauschalreise. Warum? Das Angebot umfasst neben den Übernachtungen 2 weitere touristische Leistungen, also Green Fee und Golfcard. Der hoteleigene Wellnessbereich und das Frühstück stellen wesensmäßige Bestandteile der Unterbringung dar und finden daher keine Berücksichtigung. Aber die anderen touristischen Leistungen erfüllen zwar jetzt nicht diesen Orientierungswert von den 25% beim Gesamtwert der Kombination, aber es handelt sich aufgrund der Bewerbung der Kombination um eine Pauschalreise. Und die inkludierte Green Fee ist eindeutig ein wesentliches Merkmal des Packages Golfen am Gardasee und wird auch als wesentliches Merkmal beworben. Ich springe noch einmal eine Seite zurück. Es sind der Shuttlebus zu den Golfplätzen dabei, der kostet aber nichts, Green Fee und Golfcard und außerdem wird es noch dazu als Golfen
am Gardasee beworben. Ein weiteres Beispiel. Ein Wochenende in Monaco und Grand Prix mit zwei Übernachtungen um 1000 Euro pro Person, zwei Übernachtungen im Hotel, zweimal Frühstück, einen gratis Shuttlebus vom Hotel zur Rennstrecke und zweimal eine Tageskarte im Wert von 110 Euro. Der hoteleigene Wellnessbereich ist dabei. Das Angebot enthält keine Flüge. Und meine Damen und Herren, es ist wieder das Gleiche. Es führt zu einer Pauschalreise. Warum? Das Angebot umfasst neben den Übernachtungen eine andere touristische Leistung, nämlich die zwei Tageskarten für den Grand Prix und der hoteleigene Wellnessbereich und das Frühstück stellen wieder wesensmäßige Bestandteile der Unterbringung dar. Obwohl die andere touristische Leistung nicht den Orientierungswert 25% des Gesamtwertes der Kombination erreicht, handelt es sich hierbei aufgrund der Bewerbung der Kombination als Wochenende in Monaco und Grand Prix um eine Pauschalreise. Und die inkludierten Tageskarten sind eindeutig ein wesentliches Merkmal des Packages und werden auch als wesentliches Merkmal beworben. Also Sie sehen, wie auch die Bewerbung dann hier zu einer Pauschalreise führt. Wir schauen uns jetzt ein Beispiel an, der vielleicht bei Ihnen öfter vorkommt, nämlich einen Städtetrip nach Hamburg. Wir haben hier quasi ein Paket um Euro 200 pro Person, das inkludiert zwei Übernachtungen im Hotel Alster, zweimal ein Frühstück und einmal eine Hafenrundfahrt im Wert von 35 Euro. Und dieses Angebot enthält keine Flüge. Es ist keine Pauschalreise. Warum? Weil die andere touristische Leistung, nämlich die Hafenrundfahrt im Wert von insgesamt 35 Euro bei einem Gesamtwert von 200 Euro unter dem Orientierungswert von 25% des Gesamtwertes der Kombination liegt. Aber, und das ist jetzt ein bisschen tricky, würde diese Reise als Hamburg mit Hafenrundfahrt beworben werden, dann würde das wiederum zu einer Pauschalreise führen. Ich darf auf dieses vor kurzem erwähnte Beispiel mit der Golfreise zum Gardasee hinweisen. Ein weiteres Beispiel. Eine Reisekombination von Hotelübernachtung und Übernachtung in einer Berghütte. Was ist das? Hier werden zwei Leistungen quasi miteinander kombiniert, aber das führt zu keiner Pauschalreise. Warum? Weil zwei gleiche Reiseleistungen miteinander kombiniert werden. Eine Buchung wird gemacht von mehreren Flügen zu unterschiedlichen Urlaubsorten. Was ist das? Keine Pauschalreise, weil hier wieder zwei gleiche Reiseleistungen miteinander kombiniert werden. Ein weiteres Beispiel. Nach der Buchung eines Fluges auf der Homepage der Airline wird ein Mietwagen bei einem anderen Unternehmer auf dessen Website für den Zweck derselben Reise gebucht, sogenannte Fly-and-Drive-Angebote. Und die Airline übermittelt die Daten des Reisenden gleich mit Name, Zahlungsdaten, E-Mail-Adresse an einen Mietwagenanbieter. Ha, das führt zu einer Pauschalreise, wenn der Reisende den Mietwagen binnen 24 Stunden nach Erhalt der Buchungsbestätigung des Fluges bucht, dann handelt es sich hier um ein verlinktes Online-Buchungsverfahren, das auch zu einer Pauschalreise führt. Sie sehen also, diese Pauschalreise-Richtlinie zielt auch ab auf die großen Online-Anbieter und auch auf die Fluglinien. Hier allerdings ins Detail einzugehen, würde zu weit führen, aber das ist, wie gesagt, auch eine Stoßrichtung der Pauschalreise-Richtlinie. Schauen wir uns jetzt an, was eine verbundene Reiseleistung ist. Hier werden zwei oder mehrere Reiseleistungen vermittelt, und zwar in separaten Verträgen. Das kann sein anlässlich desselben Besuchs im Reisebüro. Wenn eine separate Auswahl erfolgt und separate Abschlüsse erfolgen und auch eine getrennte Zahlung, zumindest separate Rechnungen ausgestellt werden. Das führt zu verbundenen Reiseleistungen. Oder
wenn es zu einer gezielten Vermittlung mindestens einer weiteren Reiseleistung innerhalb von 24 Stunden führt, dann spricht man von sogenannten verbundenen Reiseleistungen. Eine Bausteinreise haben wir zuerst schon mal gehabt. Flug, Hotel, eventuell weitere Reiseleistungen werden auf Wunsch des Kunden bei mehreren Leistungsträgern gebucht. Und jetzt sagen wir gern ein Beispiel, wie es hier nicht zu einer Pauschalreise kommt, sondern zu verbundenen Reiseleistungen. Also der Städteflug nach Paris, die Flugbuchung erfolgt über die eigene IATA-Abteilung, die Hotelbuchung erfolgt beim Leistungsträger direkt beim Hotel oder zum Beispiel bei der TUI oder bei einem anderen Leistungsträger. Aber wichtig ist, die Flugbuchung erfolgt separat. Es gibt eine eigene Rechnungsnummer oder auch einen separaten Erlagschein. Die Hotelbuchung erfolgt separat, wieder mit eigener Rechnungsnummer und separaten Erlagschein. Das führt zu einer verbundenen Reiseleistung. Wir haben also zwei Leistungen, zwei Reiseverträge, zwei Erlagscheine oder Ähnliches. Da gilt es natürlich auch auf die zeitliche Dimension zu achten. Manche Reisebüros arbeiten hier auch mit Zeitstempel. Nur das zur Anregung. Ja, das waren einmal die Pauschalreise und die verbundene Reiseleistung. Oder die verbundenen Reiseleistungen, muss man korrekterweise sagen. Und jetzt gibt es dazu unterschiedliche vorvertragliche Informationspflichten und wir wollen Ihnen hier Praxisbeispiele zeigen. Bevor ich das tue, möchte ich eines erwähnen, nämlich dass wir auf der Internetseite, auf der Homepage des Fachverbandes der Reisebüros umfassende Informationen bereits für Sie und für die Reisebüros aufbereitet haben. Ich werde versuchen, Ihnen das jetzt einmal zu zeigen. Wenn Sie auf die Seite gehen, www.reisebüros.at, also www.reisebüros.at, kommen Sie auf diese Seite des Fachverbandes. Und das ist jetzt unser Link. Ich möchte mich über die Pauschalreiserichtlinie informieren. Und wenn man da jetzt draufklickt, dann machen Subseiten auf und die möchte ich Ihnen gerne zeigen. Hier finden Sie nicht nur den Text der Richtlinie, hier finden Sie auch das Gesetz und ab dann finden Sie unterschiedliche Infos, die wir aufbereitet haben. Zum Beispiel eine neue Broschüre über das Pauschalreiserecht. Eine davon gibt es auch ausgedruckt, nämlich die Kurzversion. Die können Sie zum Beispiel über die Wirtschaftskammer, Geschäftsstellen, die Fachgruppen der Reisebüros anfordern. Das ist eine Broschüre, die gemeinsam mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus erstellt worden ist. Das ist eine kurze Broschüre, die hat 12 Seiten und relativ leicht zu lesen, können Sie kostenlos anfordern. Da gibt es aber auch eine Langversion und es gibt bereits Infos für Counterkräfte da drinnen. Ich darf Ihnen empfehlen, dort einmal hinzuklicken und wenn Sie Zeit haben, sich das einmal anzuschauen. Dann haben wir auch unterschiedliche Merkblätter dort für Sie aufbereitet. Ein Merkblatt zum Pauschalreisegesetz. Eine Zusammenfassung über die wichtigsten Geschäftsfälle. Dann ein Merkblatt über die 5 Fallgruppen, die wir uns noch anschauen. Es gibt nämlich 2 Fallgruppen, ich nehme es vorweg, 2 Fallgruppen für Pauschalreisen und 3 Fallgruppen für verbundene Reiseleistungen. Da gibt es auch Entscheidungsbäume dazu, wie man sich in der Praxis durchhandeln kann. Wir haben hier auch Muster für Geschäftsreisen aufgrund eines Rahmenvertrages und für einen Pauschalreisevertrag aufbereitet. Es gibt dort Termine für Informationsveranstaltungen. Es gibt eine Vortragsunterlage vom Rechtsanwalt Dr. Lindinger, dem ausgewiesenen Experten für Reiserecht in Österreich, der auch gerade eine Publikation, ein Buch zu diesem Thema neu herausgegeben hat. Sie finden dann das Pauschalreisegesetz mit den Standardinformationsblättern Anhang 1 und 2. Das werde ich Ihnen dann erklären. Sie finden die Pauschalreiserichtlinie, auch Protokolle dazu. Sie finden aber auch Standardinformationsblätter.
Und das ist jetzt eigentlich genau der Punkt, auf den wir dann zu sprechen kommen in der weiteren Folge. In diesen Standardinformationsblättern sind nämlich auch die vorvertraglichen Informationspflichten für Ihre Kunden abgebildet. Und die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Scrollen Sie bitte einmal durch und Sie finden alle diese Infos da drinnen. Ich kann Ihnen diese Homepage wärmstens empfehlen, weil alle Informationen auch darauf erhältlich sind. So, jetzt gehen wir wieder weiter in die PowerPoint-Präsentation und wir schauen uns jetzt an, welche vorvertraglichen Informationspflichten es gibt und auch mit den entsprechenden Praxisbeispielen. Wir beginnen mit der Pauschalreise. Was eine Pauschalreise ist, haben wir vor wenigen Minuten gehört. Pauschalreiseveranstalter, Vermittler von Pauschalreisen und Vermittler von verbundenen Reiseleistungen müssen Reisende informieren, bevor diese vertraglich gebunden werden. Und es gibt eben diese Standardinformationsblätter. Ich habe Ihnen das bereits auf der Homepage gezeigt. Aber es gibt auch Vorschriften, die sich direkt im Pauschalreisegesetz wiederfinden. Und diese Standardinformationsblätter muss man jetzt, und das ist bitte neu, ab 1. Juli den Kunden zur Verfügung stellen. Die muss man mitunter auch auf die eigenen Bedürfnisse adaptieren und herrichten. Die dem Reisenden bereitgestellten Informationen sind übrigens auch Bestandteil des Pauschalreisevertrags. Also alles, was da drinnen steht, in diesen Informationen, auch in diesen vorvertraglichen, wird auch Teil des Pauschalreisevertrages. Und Änderungen sind nur dann wirksam, wenn sie ausdrücklich vereinbart werden. Und alle Änderungen sind vom Veranstalter oder Vermittler klar, verständlich und deutlich mitzuteilen. Und wurde die Pflicht zur Information über zusätzliche Gebühren, Entgelte und sonstige Kosten nicht erfüllt, so hat der Reisende diese Gebühren und Entgelte und Kosten nicht zu tragen. Also Achtung, bitte hier aufpassen, da muss man auch sorgfältig arbeiten. Das hat hier das Pauschalreiserecht, das Pauschalreisegesetz sehr klar neu geregelt. Ja, es gibt, ich habe es bereits gesagt, Standardinformationsblätter für Pauschalreisen, die finden sich im Anhang 1 und für die Vermittler von verbundenen Reiseleistungen, die finden sich im Anhang 2 zum Pauschalreisegesetz. Sie finden die Unterlagen, ich habe es bereits erwähnt, auf der Homepage des Fachverbandes. Wir schauen uns jetzt einmal jene, und darum habe ich das auch einmal in Rot gehalten. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück, damit man es besser auch sieht. Wir haben versucht, es so farblich auch aufzubereiten. Die Infos für die Pauschalreisen habe ich in Rot gehalten und diejenigen für die Vermittler von verbundenen Reiseleistungen in Blau. Wir beginnen also für die Veranstalter und auch für die Vermittler von Pauschalreisen. Also wenn Sie auch eine Pauschalreise vermitteln, muss der Kunde dieses Standardinformationsblatt bekommen. Wir zeigen es Ihnen anhand von Praxisbeispielen. Es gibt in Summe sogar drei verschiedene. Der Teil A ist für jene, die mit Hyperlinks arbeiten, das ist also im Online-Bereich entscheidend. Der Teil B, das ist für Sie entscheidend, wo der Kunde zu Ihnen ins Reisebüro kommt. Und der Teil C, das sind wieder die Click-Through-Fälle, also das ist wieder ein Teil für das Online-Geschäft. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Teil B, auf die Standardinformationsblätter für die Fälle, wo die Kunden zu Ihnen kommen. Wir haben in weiterer Folge 5 verschiedene Fälle aufbereitet. 2 davon betreffen die Pauschalreisen. Mit denen beginnen wir jetzt mit dem Fall 1. Wenn der Kunde nämlich direkt beim Pauschalreiseveranstalter bucht, das ist zum Beispiel ganz oft der Fall bei Busreiseunternehmen. Also wenn ein Busreiseunternehmen die eigene Pauschalreise zusammenstellt und die Kunden buchen diese Pauschalreise im Busreiseunternehmen, dann ist das genau der Praxisfall. Das ist übrigens noch der einfachere Fall.
Ich versuche Ihnen das zu erklären. Wir haben jetzt unseren Kunden, den Herrn Meier, genannt und der geht jetzt zum Busreiseunternehmen, beispielsweise Hubers Weltreisen. Es muss aber nicht nur ein Busreiseunternehmen sein, sondern jeder, der eben Pauschalreisen zusammenstellt und wo der Kunde direkt dort bucht. Der Kunde kommt also in die Filiale. Wir nennen unseren Kunden Herrn Meier. Er ist bei Hubers Weltreisen beim Veranstalter, wo er direkt hingeht, und die Counterkraft ist die Ursula Urlaub. Und dort geht er hin und sagt, er möchte gerne eine Pauschalreise machen, nach Griechenland beispielsweise. Die Ursula Urlaub berät den Herrn Meier und findet schnell das passende Pauschalreiseangebot für ihn. Und jetzt kommen wir zu den vorvertraglichen Informationspflichten. Es muss nämlich jetzt ein Standardinformationsblatt hergegeben werden. Weiters muss auch eine detaillierte Reisebeschreibung erfolgen. Nicht vom PAG gefordert, aber empfehlenswert ist es, dem Herrn Meier nun auch die AGBs, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hubers Weltreisen, bereitzustellen. Das ist das Standardinformationsblatt, das im Anhang 2 Teil B gefordert wird, das Sie im Internet auch finden als Möglichkeit auch zum selber herunterladen. Die Ausfüllhilfe und auch dieses vorvertragliche Informationsblatt finden Sie, wie gesagt, auf der Seite der Pauschalreiserichtlinie, die ich eben erwähnt habe. Ich möchte Ihnen dieses Blatt aber auch zeigen, damit Sie auch wissen, was hier alles darunter fällt und was hier aufzubereiten ist. Das ist unser Fall. Sie finden diese Seite, wie gesagt, dieses Angebot bzw. dieses Informationsblatt, dieses Informationsblatt auch im Downloadbereich. Was steht da drinnen? Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 2015-2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Hubers Weltreisen GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen Hubers Weltreisen GmbH über eine gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung ihrer Zahlungen und falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung der Rückbeförderung im Falle der Insolvenz. Stichwort Insolvenzabsicherung. Sie wissen, alle Pauschalreiseunternehmer müssen sich nach der RSV, nach der Reisebürosicherungsverordnung, ja ins Pauschalreiseregister eintragen lassen beim Wirtschaftsministerium und brauchen verpflichtend auch jetzt schon eine Kundengeldabsicherung. Es hat sich daran nichts geändert. Allerdings gibt es die neue RSV noch nicht. Da wird derzeit noch an der Formulierung und an den Inhalten zwischen Fachverband und Ministerium gearbeitet. Wichtigste Rechte nach der Richtlinie sind, und wie gesagt, die Kunden müssen genau diese Information vorvertraglich bekommen. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Reisevertrages. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. Die Reisenden können die Pauschalreise innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf eine andere Person übertragen. Sie sehen, das sind also jetzt Inhalte, wesentliche Punkte, die sich weiter im Pauschalreisegesetz und in der Pauschalreiserichtlinie finden, formuliert. Hier werden also die Kunden aufgeklärt, was im Pauschalreisegesetz noch alles drin geregelt ist. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten, zum Beispiel Treibstoffpreise, sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. Das war eigentlich auch jetzt schon gelebte Rechtspraxis. Was sich aber geändert hat, sind
die 8%. Bisher waren es nämlich sogar 10%, die möglich waren, jetzt sind es 8%. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. Und der vorletzte Punkt, der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn sich dieser in Schwierigkeiten befindet. Und als letzter Punkt, im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder in einigen Mitgliedstaaten des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder sofern einschlägig des Reisemittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Hubers Weltreisen GmbH braucht ja eine Insolvenzabsicherung und Hubers Weltreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der Kundengeldabsicherungs AG abgeschlossen. Hier müssen Sie den Kundengeldabsicherer bitte einfügen. Die Reisenden können diese Einrichtung, nämlich die Kundensicherungs AG, unter diesen Kontaktdaten dann eben erreichen oder den Abwickler. Viele haben einen auch unterschiedlichen Abwickler davon. Hier sind die Kontaktdaten einzufügen, die Sie haben. Kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Hubers Weltreisen GmbH verweigert werden. Und auch der letzte Satz ist noch zu enthalten, nämlich die Richtlinie sowieso, also 2015-2302 wurde in Österreich durch das Pauschalreisegesetz umgesetzt, welches www.justiz-gv-pauschalreisegesetz zu finden ist. Also das ist hier zu ändern. Ich sehe gerade hier, ist das nicht gescheit. Nicht richtig formuliert, da ist das Deutsch nicht gut, da fehlt das unter, müsste eigentlich vorher sein. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Fakt ist, diese vorvertraglichen Informationen sind dem Kunden zu geben. Das ist neu, das müssen Sie bitte adaptieren. Für die Busunternehmen ist das relativ leicht, wenn zum Beispiel der Kunde kommt und eine Pauschalreise beim Busunternehmen beispielsweise dort buchen möchte. Das braucht man sich dann entsprechend einmal nur herrichten, einmal adaptieren und das können Sie dann auch kopieren und weitergeben. Ich gehe weiter in die Präsentation zurück. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir das Richtige erwischen. Ja, weil es muss noch eine detaillierte Reisebeschreibung auch gegeben werden. Das findet sich auch in den Bestimmungen zu den vorvertraglichen Informationspflichten nach § 4 Absatz 1 PRG, nämlich der Bestimmungsort, die Reiseroute und die Aufenthaltsdauer. Das ist aber keine schwere Übung, weil wir müssen ja auch wissen, wo wir hinfahren und wie lange wir hinfahren als Kunden. Das Transportmittel, Ort, Tag und Zeit der Abreise und Rückreise, die Lage, Hauptmerkmale und Einstufung der Unterbringung. Naja, das ist nichts Neues. Hat das Hotel 3 Sterne oder 4? Liegt es am Strand oder nicht am Strand? Sind Mahlzeiten inkludiert oder nicht? Also das sind jetzt keine großartigen Neuerungen.
Gibt es Besichtigungen oder Ausflüge? Ist es eine Einzelreise oder eine Gruppenreise? Und auch die Sprache, in der die anderen touristischen Leistungen erbracht werden, sofern eine mündliche Kommunikation zur Nutzung notwendig ist. Ja, eine Führung zum Beispiel auf Deutsch oder in Englisch ist anzugeben, aber das wird ja auch bisher schon gemacht. Weiters sind noch anzugeben allgemeine Eignungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität, der vollständige Firmenname und Anschrift des Reiseveranstalters und des Reisebüros mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, der Gesamtpreis der Pauschalreise einschließlich Steuern und Gebühren. Wenn sich diese Kosten nicht vor Abschluss des Vertrages bestimmen lassen, so ist auch die Art der Mehrkosten anzugeben. Wird dies nämlich unterlassen, so hat der Reisende Mehrkosten nicht zu tragen. Die Zahlungsmodalität inklusive der Anzahlung, erforderliche Mindestteilnehmerzahl mit Angabe der Rücktrittsfrist, Pass- und Visumserfordernisse des Bestimmungslandes für sämtliche Reisende. Das ist auch eine neue Bestimmung, weil Sie müssen nämlich, wenn das jetzt mehrere Personen sind, die mitfahren, auch noch fragen, kommen die alle aus Österreich? Von wo kommen die? Und wenn es hier eben auch Angehörige von anderen Nationen gibt, dann muss man das wieder matchen und wieder abklären mit den Visumserfordernissen und den Passerfordernissen des jeweiligen Landes. Rücktrittsmodalitäten und Gebühren noch anzugeben und Versicherungsmöglichkeiten. Erst nachdem jetzt unsere Reisebüro-Mitarbeiterin, die Frau Ursula Urlaub, die vorvertraglichen Informationspflichten erteilt hat und sich dies von Herrn Meyer bestätigen hat lassen, kommt es dann zur verbindlichen Buchung. Zuletzt erfolgt dann die Übergabe des Pauschalreisevertrags, also quasi die Buchungsbestätigung und ein Muster über eine adaptierte und angepasste Buchungsbestätigung wird auch unter reisebüros.at Pauschalreiserichtlinie in Kürze verfügbar sein. Das war der Fall 1. Wir kommen jetzt zum Fall 2. Das Reisebüro Bonus GmbH vermittelt jetzt eine Pauschalreise des Veranstalters Huber Weltreisen GmbH. Der Herr Meyer, unser Kunde, kommt in die Filiale der Reisebüro Bonus GmbH und teilt der Mitarbeiterin, der Frau Reise, gern, die Renate Reise, gern seinen Wunsch mit. Er möchte gerne eine Pauschalreise nach Spanien buchen. Die Mitarbeiter, die Frau Renate Reise, gern berät ihn und findet auch schnell eine passende Reise von Hubers Weltreisen GmbH. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema der vorvertraglichen Informationspflichten. Es muss hier also wieder ein Standardinformationsblatt übergeben werden. Wir haben das passende Standardinformationsblatt aufbereitet. Sie finden es auf der Homepage des Fachverbandes. Darüber hinaus muss noch eine detaillierte Reisebeschreibung gegeben werden. Nicht vom PAG gefordert, aber empfehlenswert ist es, wenn der Herr Meyer jetzt nun auch die AGB von Hubers Weltreisen bekommt. Wie kommt aber jetzt die Frau Reise gern zum passenden Standardinformationsblatt? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass der Veranstalter, also Hubers Weltreisen GmbH, über GDS dieses Informationsblatt zur Verfügung stellt oder per Mail an die Frau Reise gern schickt. Oder das Reisebüro Bonus GmbH ergänzt selbst das Informationsblatt mit den Daten der Hubers Weltreisen GmbH. Das ist das Informationsblatt, das kennen wir bereits von vorher. Wir haben es im Internet auch zur Verfügung gestellt und wir nennen es den Fall 2. Das ist genau der zweite Fall. Es hat sich nichts geändert gegenüber dem vorhergehenden Blatt. Also dieses ist genauso auszugeben. Nur in dem Fall gibt es ja nicht Hubers Weltreisen GmbH aus, sondern die Frau Reise gern vom anderen, vom Reisebüro Bonus, vom Reisebüro Bonus GmbH. Das ist der Unterschied. Ja. Erst nachdem die Frau Renate Reise gern die vorvertraglichen Informationen erteilt hat und sich dies von Herrn Meyer bestätigen hat lassen, kommt es zur verbindlichen Buchung. Zuletzt erfolgt noch die Übergabe des Pauschalreisevertrages. Es gilt wieder das Gleiche. Ein Muster wird es in Kürze zum Download geben. Das war es auch schon zu den zwei Fällen bei den Pauschalreisen. Jetzt kommen wir zu
drei Fällen für verbundene Reiseleistungen. Vermittler von verbundenen Reiseleistungen haben eingeschränkte vorvertragliche Informationspflichten. Dennoch müssen sie Reisende informieren, bevor diese vertraglich gebunden werden. Da gibt es also Standardinformationsblätter als Anhang zum PRG und auch wieder Vorschriften, die sich direkt im PRG ergeben. Gleiches gilt wieder wie vorher, das Standardinformationsblatt muss bereitgestellt werden und quasi auf die eigenen Bedürfnisse adaptiert werden, hergerichtet werden. Sie sehen es, es gibt im Anhang 2 zum Pauschalreisegesetz mehrere Fälle. Der Teil A gilt für die Online-Themen, Teil B gilt für die Online-Themen. Der Teil C ist unserer. Den schauen wir uns dann gleich an. Der Teil D gilt auch für Online-Angebote und es gibt sogar noch einen Teil E, der gilt auch wieder für Online-Angebote. Ich springe noch einmal zurück zum Teil C. Das ist das Standardinformationsblatt für verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe A der Pauschalreiserichtlinie, wenn die Verträge in gleichzeitiger physischer Anwesenheit des Unternehmers, der nicht der Beförderer ist, der ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft und des Reisenden abgeschlossen werden. Das klingt sperrig, gemeint ist der Kunde, der zu Ihnen ins Reisebüro kommt. Neben der Ausgabe des Standardinformationsblattes muss informiert werden, ob eine Pauschalreise oder eine verbundene Reiseleistung angeboten wird. Dass der Reisende keine Rechte in Anspruch nehmen kann, die schließlich für Pauschalreisen gelten. Das heißt, dass der Reisende nicht so umfangreich wie bei Vorliegen einer Pauschalreise geschützt ist und dass jeder Leistungserbringer lediglich für die vertragsgemäße Erbringung seiner Leistung haftet und dass aber auch, und das ist eben neu, Insolvenzschutz besteht. Ich mache hier noch eine Klammer auf zur Reisebürosicherungsverordnung, die noch adaptiert werden muss, und mache die Klammer auch wieder zu. Wir haben hier zwei weitere bzw. drei weitere Fälle für Sie aufbereitet. Den Fall 3. Eine Vermittlung einer verbundenen Reiseleistung, und zwar eine gezielte Vermittlung einer weiteren Reiseleistung innerhalb von 24 Stunden. Diese 24 Stunden werden uns jetzt mehrmals begegnen. Ich nehme eines vorweg. Erfolgt eine weitere Buchung erst nach 24 Stunden, gelten die Bestimmungen des Pauschalreisegesetzes hier nicht mehr, weil man hier von getrennten Reiseleistungen spricht. Der Herr Meier kommt in die Filiale der Reisebüro Bonus GmbH und er möchte gerne ein Hotel in Italien buchen. Die Mitarbeiterin, die Frau Reisegern, berät den Herrn Meier und findet auch schnell das passende Hotel. Die Frau Reisegern teilt dem Herrn Meier die AGB des Hoteliers mit und bucht anschließend das Zimmer. Im Anschluss stellt Frau Reisegern eine Rechnung aus und der Herr Meier bezahlt diese. Bezüglich der Anreise ist der Herr Meier aber noch unsicher. Frau Reisegern übergibt ihm jetzt daraufhin eine Liste mit passenden Flügen. Also sie weist ihn bereits gezielt auf weitere Angebot dahin, die er noch buchen kann. Das führt zu einem Standardinformationsblatt. Darüber hinaus klärt sich Herrn Meier bereits jetzt mittels Standardinformationsblattes über das allfällige Entstehen von verbundenen Reiseleistungen mit und kommt also den vorvertraglichen Informationspflichten nach. So, streng genommen gibt es kein passendes Standardinformationsblatt für einen solchen Fall, da die Pauschalreiserichtlinie die gezielte Vermittlung auf den Online-Bereich beschränken wollte. Der Wortlaut der Richtlinie lässt aber letztendlich auch eine gezielte Vermittlung im stationären Bereich zu. Und als Standardinformationsblatt könnte wohl das Standardinformationsblatt für die gezielte Vermittlung im Online-Bereich verwendet werden, mit dem Hinweis an Herrn Meier, dass es die im Infoblatt genannten Links nicht gibt, und stattdessen aber eine Liste mit den Flügen mitgegeben wird. Die Frau Reisegern könnte auch das unter
www.reisebüros.at Pauschalreiserichtlinie verfügbare selbst erstellte Standardinformationsblatt der WKO verwenden. Dieses entspricht im Prinzip dem Standardinformationsblatt für die gezielte Vermittlung im Online-Bereich, ohne die Begriffe Link oder Links verwendet werden. Mittels Standardinformationsblatt klärt die Frau Reisegern über Folgendes auf. Es liegen verbundene Reiseleistungen vor. Wenn ein Flug aus der Angebotsliste nun innerhalb von 24 Stunden ausgewählt und getrennt bezahlt wird. Der Herr Meier kann keine Rechte in Anspruch nehmen, die ausschließlich für Pauschalreisen gelten. Das heißt, er nicht so umfangreich wie bei Vorliegen einer Pauschalreise geschützt ist. Und jeder Leistungserbringer haftet lediglich für die vertragsgemäße Erbringung seiner Leistung. Und es besteht Insolvenzschutz. Dieses Blatt finden wir gleich hier wieder als Fall 3. Ich steige wieder hinaus zu den Standardinformationsblättern und mache den Fall 3 auf. Und hier ist es so, dass dieses Standardinformationsblatt unter Fall 3 lautet: Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe B der Pauschalreiserichtlinie, Klammer auf, das ist in § 2 Absatz 5 Ziffer 1 Litera B PRG geregelt, vermittelt, nicht der Beförderer es ist, der ein Ticket für die Hin- und Rückbeförderung verkauft. Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über unser Reiseunternehmen Reisebüro Bonus GmbH können Sie die nach der Richtlinie EU 2015 2302 für Pauschalreisen geltenden Rechte nicht in Anspruch nehmen, steht da drinnen. Daher ist unser Unternehmen Reisebüro Bonus GmbH nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer. Bei der Buchung zusätzlicher Reiseleistungen über unser Unternehmen Reisebüro Bonus GmbH innerhalb von 24 Stunden nach Bestätigung der Buchung durch unser Unternehmen Reisebüro Bonus GmbH werden diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt die Reisebüro Bonus GmbH über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die Erstattung ihrer Zahlungen an Reisebüro Bonus GmbH für Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz von Reisebüro Bonus GmbH nicht erbracht werden. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine Erstattung bewirkt. Reisebüro Bonus GmbH hat eine Insolvenzabsicherung bei der Kundengeldabsicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung, also die Kundengeldabsicherung AG mit den Kontaktdaten oder gegebenenfalls den Abwickler, ebenfalls wieder hier die Kontaktdaten einzusetzen, kontaktieren, wenn ihnen Reiseleistungen aufgrund der Insolvenz von Reisebüro GmbH verweigert werden. Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als Reisebüro Bonus GmbH, die trotz der Insolvenz des Unternehmens Reisebüro GmbH erfüllt werden können. Und dann wieder der Hinweis, wo man das Pauschalreisegesetz findet. Diese Informationen sind für diesen Fall zu geben. Das ist neu. Neu ist eben auch, dass die Insolvenzabsicherung nun auch künftig für sogenannte verbundene Reiseleistungen gelten soll. Und damit darf ich wieder hinüberwechseln zur Präsentation. Und wir haben den Fall 3 fast abgeschlossen. Der Herr Meier bestätigt den Erhalt des Standardinformationsblattes und verlässt anschließend das Reisebüro. Am nächsten Tag, aber innerhalb von 24 Stunden, kommt der Herr Meier wieder in die Filiale der Reisebüro Bonus GmbH und bucht einen der auf der Liste genannten Flüge. Die Frau Reisegern stellt eine entsprechende Rechnung aus und der Herr Meier bezahlt diese. Es liegen nun verbundene Reiseleistungen vor, bestehen aus Hotelaufenthalt in Italien und dem Flug. Frau Reisegern hat den Flug durch Übergabe der Liste mit passenden Flügen gezielt vermittelt und das führt zu den sogenannten verbundenen Reiseleistungen. Würde übrigens die Buchung erst nach 24 Stunden erfolgen, dann hätten wir dieses Thema nicht. Wir hätten hier getrennte
Leistungen. Was passiert, wenn der Herr Meier keine Angebotsliste mit Flügen mitgegeben wird, also der Flug nicht gezielt vermittelt wird? Es liegen dann also zwei Einzelleistungen vor, da die gezielte Vermittlung des Fluges Voraussetzung für das Entstehen von verbundenen Reiseleistungen in der oben genannten Form ist. Im Kundengespräch muss der Flug also gezielt beworben worden sein. Das kann beispielsweise eben durch die Übergabe der Angebotsliste mit den Flügen erfolgen. Bei Vorliegen zweier Einzelleistungen ist die Übergabe eines Standardinformationsblattes nicht vorgesehen. Was passiert, wenn das Reisebüro den Flug zwar gezielt vermittelt, hat aber der Herr Meier erst nach den 24 Stunden wiederkommt, um einen Flug zu buchen? Ich habe es bereits erwähnt, es bleibt bei zwei Einzelleistungen, weil nach dem Wortlaut des Gesetzes in diesem Fall keine verbundenen Reiseleistungen vorliegen. Wir kommen zum vierten Fall. Eine Vermittlung verbundener Reiseleistungen beim selben Besuch. Die gewünschte Kombination von Reiseleistungen hat also kein Veranstalter in seinem Programm. Der Herr Meier besucht wieder die Filiale der Reisebüro Bonus GmbH. Er möchte ein Hotel in Spanien und einen Mietwagen buchen. Die von ihm gewünschte Kombination hat kein Veranstalter in seinem Programm. Die Frau Reisegern teilt dem Herrn Meier mit, dass es sich um verbundene Reiseleistungen handelt, wenn die Leistungen getrennt ausgewählt und getrennte Rechnungen ausgestellt werden. Auch die Bezahlung sollte, wenn möglich, getrennt erfolgen. Hier haben wir wieder unser Thema mit den vorvertraglichen Informationspflichten. Und die Frau Reisegern muss dem Kunden, dem Herrn Meier, wieder das Standardinformationsblatt übergeben. Nicht vom PRG gefordert, aber empfehlenswert ist es, dass der Herr Meier nun auch die AGBs des Hoteliers und des Leistungsträgers bekommt. Hier haben wir wieder dieses Blatt, das wir vorher schon kennengelernt haben, dieses im Fall 4. Ich springe wieder hinüber in das Blatt Fall 4, das Sie auch im Internet finden. Das korreliert genau mit diesem Beispiel. Sie finden es auf der Homepage des Fachverbandes abgebildet und hier finden Sie dieses Standardinformationsblatt, Fall 4. So. Erst nachdem die Frau Reisegern die vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und sich dies von Herrn Meier bestätigen hat lassen, erfolgt die Buchung des Hotels. Die Frau Reisegern stellt anschließend eine Rechnung aus und der Herr Meier bezahlt diese. Als nächstes sucht Herr Meier noch einen passenden Mietwagen aus. Die Frau Reisegern bucht diesen anschließend und stellt eine Rechnung aus und der Herr Meier bezahlt diese. Es liegen nun verbundene Reiseleistungen bestehend aus Hotelaufenthalt und dem Mietwagen vor. Herr Meier hat die Reiseleistungen getrennt ausgewählt. Es wurden separate Rechnungen ausgestellt. Auch die Bezahlung ist separat erfolgt. Und damit kommen wir zum fünften und zum letzten Fall. Das ist der dritte Fall bei den verbundenen Reiseleistungen, der in der Praxis durchaus auch oft vorkommen kann. Eine Vermittlung verbundener Reiseleistungen bei selben Besuch. Dem Kunden fällt erst nach der Buchung einer Reiseleistung ein, dass er eine weitere Leistung buchen möchte. Der Herr Meier besucht wieder unsere Filiale der Reisebüro Bonus GmbH. Er möchte gerne ein Hotel in Kroatien buchen. Also zunächst einmal nur ein Hotel, also nur eine Übernachtung. Die Frau Reisegern berät ihn und zeigt ihm verschiedene Hotels. Er findet dann auch das passende Hotel und die Mitarbeiterin ihres Unternehmens weist den Kunden auf die AGB des Hotels und des Leistungsträgers hin und bucht anschließend. Die Frau Reisegern stellt im Anschluss eine Rechnung aus und der Herr Meier bezahlt diese. Und jetzt fällt dem Herrn Meier ein, dass er noch einen Mietwagen braucht. Vorher hat er nichts gesagt, er hat zunächst gesagt, er fährt vielleicht selber mit seinem eigenen PKW hin, aber
In der Zwischenzeit fällt ihm ein, jetzt möchte er noch einen Mietwagen. Aufgrund dieses Wunsches entsteht jetzt plötzlich eine verbundene Reiseleistung und deshalb gelten hier die vorvertraglichen Informationspflichten. Und das führt wieder zum gleichen Thema, dass ein Standardinformationsblatt, nämlich jenes aus dem Anhang 2 Teil C, hergegeben werden muss. Es ist im Prinzip wieder genau das gleiche Standardinformationsmerkblatt. Das ist unser Fall 5. Diesen Fall 5 finden Sie wieder im Internet auf der Homepage des Fachverbandes. Bitte dieses entsprechend zu adaptieren. Erst nachdem die Frau Reisegern die vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und sich dies von Herrn Meier bestätigen hat lassen, wird dann der Mietwagen gebucht. Frau Reisegern stellt wieder eine Rechnung aus und der Herr Meier bezahlt diese. Und nun liegen verbundene Reiseleistungen bestehend aus Hotel und Mietwagen vor. Ja, das war der mitunter doch nicht ganz so unkomplizierte Themenkomplex der vorvertraglichen Informationspflichten, aber das PRG stellt auch vertragliche Informationspflichten in den Raum. Also das heißt, was muss quasi auf der Buchungsbestätigung dann stehen? Jetzt behandeln wir ganz kurz noch die Thematik der Buchungsbestätigung des Reisevertrages. Und da regelt das Pauschalreisegesetz Folgendes. Reiseveranstalter und Reisevermittler haben den Reisenden bei Abschluss des Pauschalreisevertrages oder unverzüglich danach eine Ausfertigung des Vertragsdokumentes oder eine Bestätigung des Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Da zählt auch Papier natürlich dazu. Es kann aber auch per Mail geschickt werden. Das ist nichts Neues, weil auch jetzt hat schon der Reisende bei Ihnen eine Buchungsbestätigung, einen Reisevertrag bekommen. Bei gleichzeitiger Anwesenheit kann der Reisende, das, wenn er das wünscht, das auch in Papierform haben. Die Bestätigung hat den gesamten Inhalt des Vertrages einschließlich der oben genannten vorvertraglichen Informationen wiederzugeben. Darüber hinaus hat die Bestätigung der Vertrag nachstehende Informationen enthalten. Besondere Vorgaben des Reisenden, das kann zum Beispiel ein besonderer Wunsch des Kunden sein, weil er zum Beispiel sagt, wenn ich ein Essen möchte, dann nur vegetarisch oder was auch immer Ihnen schon im Lauf Ihrer Tätigkeit untergekommen ist. Hinweis, dass der Reiseveranstalter für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag vorgesehenen Reiseleistungen verantwortlich ist und zum Beistand verpflichtet ist, wenn sich der Reisende in Schwierigkeiten befindet. Auch ein Hinweis, dass dem Reiseveranstalter jede Vertragswidrigkeit während der Reise unverzüglich mitzuteilen ist. Und ein Hinweis auf die Errichtung und Einrichtung der Insolvenzabsicherung. Hier ist der Gesetzgeber allerdings mit einer flapsig ausgedrückt Doublette unterwegs, das ist doppelt gemoppelt, weil wir kennen diese Fälle bereits von den vorvertraglichen Informationspflichten. Die Kontaktdaten des Vertreters des Reiseveranstalters vor Ort sind mitzugeben. Angaben darüber, wie der Kontakt zu einem minderjährigen Reisenden hergestellt werden kann, sofern die Pauschalreise seine Unterbringung beinhaltet und er nicht von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten begleitet wird. Auch ein Hinweis im Reisevertrag zu alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten muss gegeben werden und ein Hinweis über das Recht der Vertragsübertragung. Das ist nämlich auch neu. Im Pauschalreisegesetz gibt es auch den Punkt, dass ein Pauschalreisevertrag übertragen werden kann auf einen anderen Reisenden. Ein reiner Verweis auf die dem Reisenden zur Verfügung gestellten Werbeunterlagen ist allerdings nicht ausreichend. Auch sind Reiseunterlagen rechtzeitig bereitzustellen. Das sind Buchungsbelege, Gutscheine, Beförderungsausweise und Eintrittskarten. Aber das war auch bisher schon so. Informationen zu den geplanten Abreisezeiten und gegebenenfalls zu den Fristen für Check-ins hinzugeben, Informationen zu den Zwischenstationen, Anschlussverbindungen und Ankunftszeiten. Und zu beachten ist,
Die Beweislast für die Erteilung der genannten Informationen und die Bereitstellung der genannten Unterlagen trägt der Veranstalter und gegebenenfalls auch der Reisevermittler. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war es jetzt zu den vorvertraglichen Informationspflichten und das war es jetzt auch das zu den vertraglichen Informationspflichten. Vieles, was im Pauschalreisegesetz geregelt ist, ist nur bedingt praxistauglich. Wir sind uns dessen bewusst. Es gibt auch einen Interpretationsspielraum. Wir haben uns bemüht, das so weit wie möglich auf den Punkt zu bringen. Und es gibt Ansprechpartner, die Ihnen auch zur Verfügung stehen für Detailfragen. Das ist zunächst einmal der Fachverband der Reisebüros. Hier sehen Sie die Kontaktdaten. Aber nachdem dieses Video auch in anderen Bundesländern verfügbar sein soll, gibt es ja auch in Burgenland eine Fachgruppe. Hier sehen Sie die Kontaktdaten von der Fachgruppe Burgenland. Auch in Kärnten, hier sehen Sie die Kontaktdaten der Fachgruppe Kärnten. In Niederösterreich die Kontaktdaten der Fachgruppe. In Oberösterreich, das bin ich. In Salzburg gibt es eine Fachgruppe. Auch in der Steiermark mit den entsprechenden Kontaktdaten. In Tirol genauso und auch in Vorarlberg. Und nicht zu vergessen, auch in Wien. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Buchungen ab 1. Juli. Ich hoffe, das war nicht allzu komplex. Wir haben versucht, es einfach darzustellen. Sie können sich auf der Homepage des Fachverbandes rund um die Uhr weitere Informationen ansehen. Und Sie werden, wenn Sie sich das Pauschalreisegesetz einmal durchlesen, sehen, das ist doch eine etwas komplexere Materie. Wir haben versucht, es einfach darzustellen. Viel Erfolg bei Ihren Buchungen ab 1. Juli.